herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge Let's Complete FIFA World Cup Katar 2022, und zwar heute mal mit der Lidl-Variante. Ich habe mir gedacht, wir bringen einfach mal eine neue Farbe mit ins Spiel und hoffen, dass wir dort den CR7 mal so langsam ziehen oder den Messi. Das Buch ist hier, so langsam wird es voll. Ja, wir gucken mal und wir schauen einfach mal, was wir so ziehen. Also, 1, 2, 3, 4, 5 Packs. Wir hoffen, dass wir den Cristiano Ronaldo ziehen. Ja, meine Freunde. Und schups. Wenn die Karte haut ab. Die Bombe. So, meine Freunde, was haben wir denn hier? Wir haben einmal Argentinien 1978. Muss das ein bisschen ordnen. Edison Cavani. Bolem Kouki, den kenne ich tatsächlich nicht. Dann haben wir Ahmad Alaidi von Katar und Andreas Skovlov Olsen von Dänemark. Da müssen wir schon ordnen, Uruguay, Katar 2 und das Argentinien. Mannschaftsfoto von 1978, ich glaube, das habe ich schon. Wir schauen einfach mal. So. Langsam wird das Ganze hier sehr voll. Viele Karten fehlen mir nicht mehr. Ihr dürft ja auch gerne auf. Also, wir haben einmal Laidouni von Tunesien, Torres von CRC, Wissam Ben Yedda von Frankreich. Ich glaube, Ben Yedda haben wir noch nicht. Anderson, und dahinter haben wir gerne. Ja, es läuft. Nee, also, langsam wird es voll. Sich gerade komisch an dieses Pack. Kurzfristig gedacht, vielleicht ist da ein extra Sticker drin. Wir haben noch gar keinen extra Sticker gezogen. Akanji, das ist ziemlich nice. Dann haben wir Behic. Jesus, Brasil, haben wir doch auch, haben wir schon Brasilien da genau. Benzema, der gute Karim Benzema. Ja, was soll ich sagen, auch den haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich weiß aber nicht. Und Dani Olmo, den haben wir definitiv. Benzema haben wir. Haben wir Benzema? Oh Leute, ich bin mir gerade nicht sicher. Also wie gesagt, ich bin auch fleißig am Pavlovic. Am Sammeln auch auf TikTok. Stones. Pereira, ein Portugiese, leider der falsche. Naldum, Niederlande. Und Mbai aus Senegal. Ja, ich bin schwerst am Sammeln, auch auf TikTok. Dort seht ihr auch einige Openings. Also nicht wundern, wenn dieses Buch hier voll wird. Aber ja, ich sammle auch auf TikTok. Kirea. Dominguez, Ecuador. Neymar Junior. Haben wir aber schon. Amala. Marokko. Und dahinter haben wir noch Lusa. Auch Marokko. Ja, Leute. Ich würde sagen, ich ordne mal eben. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Ihr kennt das Spielchen hier schon. So, meine Freunde, dann geht's los. Wir gehen rein mit Katar und Katar 9. Ja, was soll ich sagen? Katar 9. Schon. Das ist doppelter Sticker Nummer 1. Wir zählen am Ende wieder. Katar 17. Oh, Leute. Seht ihr das? Heftig. Voll, voll. Ausgerechnet den Gastgeber haben wir als erstes voll. Crazy, crazy, ich flippe aus. Also das ist die erste, allererste Seite, die wir voll haben. Katar. Ja, ist der Gastgeber. Ja, warum auch nicht? Ich habe gerade kurzfristig gedacht, er und er. Ich hätte sie falsch eingeklebt, aber habe ich nicht. Ecuador, da fehlen mir noch die 4. Auch den haben wir doppelt. Wir zählen gleich wieder, wie viele wir... Senegal Nummer 9, auch das ist doppelt. Wie viele wir wieder doppelt haben, 5 Packs hatten wir. Und die Niederlande 15 kann ich einkleben. Hier fehlen mir noch recht viele Niederlande. Es gibt einige Seiten, die habe ich echt voll. Einige Seiten, da kriege ich gar keine Spieler. Verstehe ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es mal jetzt mit den Lidl-Packs. Ich glaube, diesmal ging es ein bisschen besser. Aber das sehen wir am Ende. Ebenfalls England habe ich ziemlich voll. Iran geht noch. USA, da fehlen mir richtig viele. Ich ziehe keine, keine Amerikaner. Argentinien geht. Hier haben wir die Nummer 8. Den kann ich einkleben. Sehr schön. Mal
gespannt. Also, wir haben als erstes Katar voll. Ja, krass. Also, krass. Das beabsichtigt ist, dass man Katar als erstes voll macht. Das ist schließlich der Gastgeber. Mexiko, Frankreich. Ich bin gespannt. Frankreich die Nummer 16. Karim Benzema habe ich doch noch nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann rein mit dir, mein Freund. Und Ben Yedder, die Nummer 15, habe ich ebenfalls noch nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Kimpembe, Hernandez, Pavard, das ist das Ben Yedder, Kanté, Mbappé, Benzema. Das ist schon eine Varane. Warum gar nicht? Also diese französische Mannschaft, die ist schon einfach brutal dieses Jahr. Ne? Also da bin ich echt gespannt. Griezmann, gut, Kunku, das ist schon heftig. Kingsley, guck mal, eigentlich, was soll ich sagen, heftige Mannschaft. Heftige Mannschaft. Nummer 5, Australien haben wir. Dänemark, da fehlen noch ein paar, vielleicht haben wir Glück. Nummer 19, ja super, sehr gut. Also, schaut rein bei TikTok, auch dort einige Openings, unter anderem halt auch von der, ausgerechnet, guck mal, so viele fehlen, ausgerechnet, ja, den habe ich doppelt. Dani Olmo, doppelt. Doppelt. Sehe ich schon auf den ersten Blick. Und bei den Deutschen, die Nummer 7, Kehrer habe ich auch doppelt. Es fehlen noch neue, Ginter und Gündogan. Ja, nee, wie gesagt, also auf TikTok auch. Folgt mir dort auch gerne. Da gibt es einige Openings, die ich dort mache. Also so viele Doppelte. Nicht nur, ja, Neymar war mir klar, dass ich den schon habe. Und Gabriel Jesus habe ich auch schon. Oh Gott, warte mal, Anderson, bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich meine, habe. Lol? Ich habe Scheiße gebaut. Achso, ich bin bei Serbien. Oh, geht nicht gerade von Schock, Alter. Ja, da ist er ja. Ja, was soll ich sagen? Nicht nur Panini-Bilder von Katar, sondern auch andere Openings, die ich dort mache. Guckt gerne mal rein. Das sind immer so kleine, kurze Openings, also nicht so wie hier, dass die ein bisschen länger gehen. Aber dort mache ich halt ebenfalls Panini-Sticker auf. Und deswegen, ja, ach, das gibt's nicht mehr. Deswegen ist dieses Buch auch voll. Also nicht denken, dass ich hier rumschiete. Läuft richtig gut, ey. Und Uruguay. Ey, das gibt's nicht. Wir müssen uns was einfallen lassen, Leute. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass wir, ja, war klar, dass wir ein bisschen durch die Gegend tauschen müssen. Also, Kenners, wir gucken mal. Wir haben 5 Packs gehabt. 5 Packs. Wir sind 5 Packs. Also, wir gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 doppelt. 18 doppelt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wir haben 25 Karten und 18 haben wir doppelt. Und mein Buch ist noch nicht voll, ne? Gerade so wie hier, Iran aufgeschlagen, USA aufgeschlagen. Das ist halt übel. Aber was heftig ist, und da machen wir uns mal nichts vor, wir haben eine Seite voll und das ist der Gastgeber. Damit bin ich fein. Ich habe meine allererste Seite voll. Komplett. Sieht das nicht schön aus? Eine Seite voll. Ich bin begeistert. Was soll ich sagen? Und ja, ich bin gespannt, wer der Nächste ist. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Schaut rein bei TikTok, bei Instagram. Überall gibt es ein paar Openings und ein paar Bilder. Und ja, wir sehen uns dann, denke ich mal, hier bei der nächsten Folge wieder. Wenn wir neue Tüten öffnen, ich habe auch den Adventskalender hier von zu Hause liegen. Das bedeutet, da habe ich auf jeden Fall auch noch 24 Päckchen, die mir helfen, dass ich dieses Teil hier voll kriege. Und ja, ich denke mal, wir werden das auch auf jeden Fall noch voll. Und die Karten gibt es ja noch etwas länger, die Weltmeisterschaft hat ja noch nicht mal angefangen. Also von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und denkt dran, abonnieren, kommentieren, liken. Ich würde mich freuen.